Ja, hallo, mein Name ist Auré Cranson, ich bin Politikwissenschaftler und ich habe seit dem Jahre 2006 eine Professur an der Universität Heidelberg für Politikwissenschaft. Also eigentlich wollte ich überhaupt nicht Wissenschaftler werden, aber ich habe mich schon relativ früh für den pazifischen Raum interessiert und für Politik in Asien, vor allem aufgrund von zwei Begebenheiten. Zum einen die Boat People der 70er Jahre, die gar nicht anders als heute die Flüchtlinge, die übers Mittelmeer versuchen, nach Europa zu kommen, damals versucht haben, vor dem Bürgerkrieg in Vietnam in kleinen Nussschalen über den Pazifik in andere asiatische Länder zu kommen. Und zum Zweiten habe ich einfach in den 80er Jahren einen Film gesehen, der mich unglaublich beeindruckt hat über den Terror der Khmer Rouge in Kambodscha. Und das hat mich interessiert. Und als ich dann mit dem Studium angefangen habe, habe ich festgestellt, dass es an meiner Universität Austauschprogramme mit asiatischen Universitäten gab. Die waren nicht besonders begehrt, was gut für mich war, denn ich habe kein besonders gutes Abitur gemacht. Und erst nach meinem Asienjahr habe ich mich eigentlich für Wissenschaft wirklich entschieden. Dann kamen die richtigen Professoren mit den richtigen Themen. Und dann habe ich beschlossen, Wissenschaftler zu werden. Mein Forschungsgebiet, meine Arbeit beschäftigt sich vor allem mit zwei Fragen: Demokratie und Diktatur, Krieg und Frieden. Und das sind natürlich Fragen der ersten Ordnung. Die beschäftigen die Menschheit seit mindestens 2000 Jahren. Und obwohl sie uns schon so lange beschäftigen und auch viele Nicht-Experten eigentlich erst dazu motivieren, sich mit der eigenen oder anderen Gesellschaft zu beschäftigen, haben wir bis heute eigentlich kaum Antworten darauf, was darüber entscheidet, weshalb zum Beispiel in Deutschland die Menschen Grundrechte genießen, aber 70% der Weltbevölkerung keine Grundrechte genießen. Warum es 80 Jahre lang keinen großen Landkrieg in Europa gegeben hat, jetzt aber wieder einen großen Landkrieg gibt. Diese Fragen sind so zentral und wir wissen so wenig nach 2000 Jahren Beschäftigung darüber, was das eigentlich erklärt. Das finde ich unglaublich faszinierend. Also meine Forschung lässt sich am besten unter dem Nachhaltigkeitsziel 16, Frieden, Gerechtigkeit und stabile Institutionen, einordnen. Da geht es um Fragen wie: Wie schaffen wir eine gerechte Gesellschaftsordnung? Wie bewahren wir Frieden? Und vor allem, wie schaffen wir stabile, effiziente, responsive Institutionen? Das heißt, Institutionen, die es Menschen erlauben, in Freiheit ihr Potenzial friedlich im Wettbewerb miteinander oder auch in Kooperation miteinander zu entfalten. Und insofern ist meine Forschung eigentlich ganz zentral für den Bereich des Nachhaltigkeitsziels 16. Denken Sie etwa daran, Wahlrechtsreformen der Bundesrepublik Deutschland. Wie können wir den Bundestag besser und auch demokratischer gestalten? Oder aber, wie kann man Friedensabkommen schließen? Oder aber, welche Bedingungen müssen eigentlich gegeben sein, damit in einem bewaffneten Konflikt die Konfliktparteien bereit sind, über Frieden zu verhandeln? Denken Sie also an die Ukraine. Wie gesagt, meine Arbeit beschäftigt sich mit den Grundlagen für Frieden, Gerechtigkeit und stabile Institutionen. Insofern ist das SGI 16 eigentlich das erste Nachhaltigkeitsziel. Denn stabile Institutionen sind die Voraussetzung dafür, dass die anderen Nachhaltigkeitsziele überhaupt erreicht werden können. Die beschäftigen sich ja in der Regel mit Themen wie saubere Umwelt, Gesundheit, Sicherheit vor Hunger und Armut. Und damit solche Ziele, wir nennen die in der Politikwissenschaft Policies oder Politikergebnisse erreicht werden können, da braucht es stabile, gute, effiziente, problemlösungsadäquate Institutionen. Und wie man die schafft und wie die entstehen können und unter welchen Bedingungen die auch in welchen Gesellschaften funktionieren, das ist halt das, was ich so mache in meiner Forschung und Lehre. Insofern ist das, was ich mache, ganz zentral für alle anderen Nachhaltigkeitsziele.